zwischendrin kacken. Wieso musst du die ganze Zeit kacken? Ich weiß nicht, was der Junge für Leid hat. Weil es immer noch dein Charakter ist. Und wenn du deinen Charakter die ganze Zeit lang folterst, sozusagen, dann hat er nun mal immer noch Flitzpiepe. Ich mache aus dir gleich mal eine Flitzpiepe. Komm mal ran hier. Der hat Sprühpups. Mhm. Wieso begegne ich ausgerechnet dem Langen, der schießt mich über den Haufen und dann keinem mehr? Ja, ist ein bisschen unübersichtlich hier. Das war Ihre Worsch, mein Freund. Das hat mir aber tatsächlich nur 3 Ruhmpunkte jetzt eingebracht, dein Kill. Keine 5. Hm. Das kommt wahrscheinlich auf die Gesamtbilanz an. Wie oft getötet, wie oft, Revanche und so weiter und so. Dafür habe ich 2 Punkte gekriegt. Ja, von wo? Au! War nicht nett. Was denn? Ich denke, ich gucke nochmal eben nach, wie viele Spieler auf dem Server sind. Ich weiß ja, ein Großteil der Spieler ist gerade hier beim Spiel. Mal gucken, wie viel Lärm ich machen darf. Was? Ja, ich will gerade eine Stadt von Zombies befreien. Dafür müsste ich mal ein bisschen Lärm machen. Ah, ihr wollt mich verarschen. Geht so. Wo seid ihr denn alle? Zeig ich dir. Du Sohn einer Mutter, du. Huch! Ja, nee, geil. Krass, das ist aber echt, ich nehme das gerade auf, das ist so krass zu hören, die Schritte, woher man kommt, das ist Wahnsinn. Ja, da muss man auch ganz genau drauf achten und das richtig zuzuordnen ist manchmal schwieriger, als man denkt. Ich mache das nur anhand der Schritte, das ist irre, also ich habe keine Ahnung, ich habe über 700 Stunden PUBG und so gut kann ich hier keine Schritte hören. Eine Sekunde. Geil. Der war jetzt richtig gut. Sorry, aber ich fand's geil. Ich könnte bei sowas ausflippen. Ich auch. Deshalb finde ich ja so lustig, weil ich kenne das. Also das offene Feld fand ich lustiger, da habe ich mehr getroffen. Ja, hier hat man zu viele Versteckmöglichkeiten. Hab dich ganz lange auf dem Zaun nicht getroffen. Beim Rüberklettern, das war schwierig. Und da konnte ich leider nicht schießen. Ja. Och, das ist doch nicht sein Ernst. Ich wollte gerade schießen und dann scheißt er exakt in dem Moment. Ich kotze. Ich will nicht reden mit ihm. Da muss man einfach zu sagen. Du solltest mehr auf deinen Charakter achten. So, endlich. Sehr gut. Ach, du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen! Ich höre dich doch aus 50 Kilometer Entfernung, Mann! Ja, ist ja schön, wenn du mich hörst, aber ich sehe dich nicht. Deswegen, das ist der Grund, warum ich meistens schleiche, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber du hörst die echt wirklich deutlich. Mhm. Stimmt tatsächlich.
Erst wenn du im Sneaky-Gang bist, also im Hocken und dann auch nicht das höchste Tempo an den Tag legst, bist du so leise, dass die auf 5 Meter rankommen müssen, um dich zu hören. Wenn du kriechst, bist du noch leiser. Ja, aber dann kommst du auch nicht mehr vorwärts. Das mag sein. Allerdings ist auch die Fläche, mit der dich jemand anschießen kann, reduzierter. Problem ist nur, du siehst in der Ego-Perspektive fast gar nichts mehr, weil du das Gras vor den Augen hast. Außer natürlich, du sitzt auf der Bergwiese auf dem Feld. Wenn zwei sich streiten, ne, dann freut sich der Dritte. Irgendwie sehe ich Ich ja hab nur dich. dich gerade erschossen. Ja, ich habe den Langen erschossen und dabei hat Kaiba mich erschossen. Sag mal, nee, du spielst du eigentlich überhaupt. Ja, ich habe Nebo gerade gekillt. Was macht die Frau die ganze Zeit? Die kabbeln uns hier und die ist ja nirgends. Ja, gesehen habe ich es auch noch nicht. Ja, ich schon gerade. Man sieht es immer nur dann, wenn sie einen von hinten erwischt. Wohl eher sie dich, ne? Ja. Ich muss sagen, ich feiere immer noch die Granate.